Блядь, ich mach Loch in den Rüstung. Auf der anderen Seite hatte ich auch mal. Darf ich ja nicht, kann ich erzählen. Ich hatte mal. Beziehungsweise ich habe immer noch einen Bekannten. Der war. Ich weiß nicht, ob hier das Reenactment. Es gibt ja die Schlacht von Azincourt, ist ja bestimmt bei einigen bekannt, ne? Große Schlacht 1415. Die Schlacht des späten Mittelalters gibt's alle paar Jahre in Frankreich ein richtig, richtig großes Reenactment, wo dann Leute aus ganz Europa, teilweise der ganzen Welt herkommen, um das Ganze halt wieder aufzuführen, zu reenacten. So. Und da wird halt eigentlich nicht richtig zugehauen. Also eigentlich. Weil es ist ja kein offener Kampf, sondern man versucht ja das Ganze so realitätsnah wie möglich für Zuschauer, für Publikum nochmal nachzustellen. Und da hatte ich dann diesen Bekannten, der hat sich wirklich, also epochenakkurate Rüstungen herstellen lassen, auch wirklich, wirklich gut. Und die hat auch ein paar tausend Euro gekostet. Also, der hat auch Geld dafür ausgegeben. Der geht mit der Rüstung auch hier auf hier in England gibt es ja ganz viele Tewkesbury und sowas, also riesige Reenactments auch, die so in der Zeit spielen. Gerade so Rosenkriege ist ja auch noch so halbwegs vertretbar, dass dann da jemand steht mit einer Ausrüstung von hundertjährigen Krieg, vom späten hundertjährigen Krieg. Also gute Rüstung stand er denn da. Und er hatte das Pech, dass ihm gegenüber eine Truppe, also er stand auf englischer Seite, und ihm gegenüber stand eine, also er hat schwere Infanterie dargestellt, die so im Zentrum stand, der englischen Linie. Und ihm gegenüber sollte dann die französische Reiterei so ein bisschen anstürmen, und die sind dann stecken geblieben und bla gedöns und sind halt hingefallen, und er ist dann da rein. Beziehungsweise da sind die noch nicht mal stecken geblieben. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wie genau es dazu kam. Auf jeden Fall Handgemenge dann irgendwann. Und er hatte das Pech, dass ihm gegenüber eine Truppe aus Weißrussland stand, glaube ich, mich richtig zu erinnern, die, sag ich mal, international dafür bekannt sind, etwas ernster zu nehmen, das Ganze, damit es auch realistischer aussieht. Die Sache war, er hat dann durch seinen, also wirklich realistischen Helm, der auch wirklich so ausgelegt war, dass man damit kämpft, durch seinen realistischen Helm einmal tock mit einem Schlag eine Delle durchbekommen. Er hatte zum Glück unten drunter noch eine Kettenhaube und Polster. Sonst wäre er wahrscheinlich tot. Also dem Loch nach zu urteilen. Das war halt wirklich so ein, ich weiß nicht, ob man das in der, ihr habt reingeguckt, aber es war halt schon so ein Loch, ne? Und wäre wahrscheinlich noch im Schädel gelandet dann, und hat auch dann wirklich Schleudertrauma, Gehirnerschütterung, hat, glaube ich, 3 Zähne verloren, weil er einfach dann so, muss ja auch ins Krankenhaus, alles Mögliche. Und ja.